Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich sollte jetzt das normale Drechsel-Video anfangen, aber ich habe gemerkt, nachdem ich fertig gedrechselt habe, dass der Ton kaputt ist. Also werde ich euch jetzt ein bisschen was über das Video sprechen und im Hintergrund und manchmal auch im Vordergrund seht ihr dann, was ich gedrechselt habe. Was habe ich nochmal gedrechselt, Marius? Und da haben wir eine Schale das zweite Mal gedrechselt, so wie es das Video auch schon heißt. Und so hat die Schale ja ausgesehen. Das ist eine vorgedrechselte Schale. Viele fragen mich, Philipp, warum macht man das? Das macht man ganz einfach, damit sie schneller trocknen kann. Ein Zentimeter braucht ungefähr ein Jahr, zwei Zentimeter brauchen ungefähr ein Jahr zum Trocknen. Und damit das schneller trocknen kann, drechselt ihr die vor, weil dann seht ihr schon, dann wird die Wandung ein bisschen dünner und dann könnt ihr sie schneller fertig drechseln und vielleicht auch verkaufen. Und hier die Schale habe ich für die Leute, die es interessiert, am 30. April 2016 zugeschickt. Ihr habt ja gesehen, dass ich die dann als erstes zwischen den Spitzen eingespannt habe. Das bedeutet, der Kopf hat so gestanden, hier hat der 40-Meter-Mitnehmer drin gestanden und dann habe ich es erstmal zwischen den Spitzen gespannt und habe die Außenseite habe ich dann erstmal wieder nachgedrechselt. Das war so der erste Schritt. Und bei diesen nachgedrechselten Schalen habt ihr auch immer so das Mangel bei mir, was heißt Mangel, das ist so eine Eigenheit, sage ich mal, habt ihr in der Mitte die Spitze. Die lasse ich auch bewusst drin, das ist so ein bisschen Handmade-Faktor bei meinen Schalen. Und der ist einfach drin, weil ihr das Teil ja nicht ohne den Reitstock spannen könnt. Übrigens, vielleicht nutze ich gerade den kurzen Moment hier. Ich drehe im Moment schon ein neues Drechselvideo. Das ist der Grund, warum es hier auch so aussieht, wie es aussieht. Hier seht ihr echt sehr viele Drechselspäne. Denn ich mache ein eigenes Video, wie ihr ja sehr viele Schalen herstellen könnt. Oder wie der Prozess bei mir aussieht. Da habe ich hier in der ganzen Werkstatt im Moment Schalen rumliegen. Vom Zuschnitt, das hier ist auch gestockte Linde, glaube ich. Und Apfel haben wir noch im Repertoire. Richtig spezielles Holz. Viele fragen mich auch immer, Philipp, was für Drechselwerkzeug benutzt du? Das habe ich immer hier liegen. Jetzt gerade bei diesem Serienproduktionsvideo von Schalen habe ich gut herausgefunden, dass ich maximal vier Werkzeuge brauche. Das hier ist eine Schalenröhre, die benutze ich für die Außenseite. Die hat eine relativ lange Phase. Das bedeutet, ihr könnt speziell bei weicherem Holz, Linde, könnt ihr sehr schnell die Form andrechseln. Die ist aber spitzer, dadurch auch nicht so stabil. Das ist alles ein eigenes Thema. Falls ihr dann sehr, sehr hartes Holz habt, habe ich dann hier eine Schalenröhre mit einem stumpferen Anschliff. Das bedeutet, hier bei dieser Röhre ist der Anschliff spitzer und hier bei dieser stumpferen, angeschliffenen Röhre ist der Anschliff stumpfer. Von diesem stumpf angeschliffenen Drechselwerkzeug habe ich auch zwei Größen. Die große ist einfach für mehr Material wegzuholen und die kleine, die hebe ich mir immer so für den letzten Schnitt auf. Dann benutze ich die auch nicht so oft, dann ist die auch immer noch sehr schön scharf und ich muss sie nicht so oft nachschärfen. Und die kleine benutze ich immer noch für den letzten Schnitt so. Die große ist aber auch ein bisschen stabiler, speziell wenn ihr ein bisschen weiter über die Messerauflage hinausgeht und dann noch einen stabilen Schnitt bekommen möchtet. Dann ist halt das Werkzeug hier einfach solider. Das funktioniert dann ganz gut. Ich habe ja gesagt, ich habe noch ein viertes Werkzeug. Das ist der Schaber. Benutze ich mittlerweile nicht mehr so oft, weil ihr mit dem Schalenhörn schon echt gut unten in den Boden reinkommt. Aber wenn ihr dann mal eine tiefe Schale habt, wie zum Beispiel diese hier, dann wird es hier unten ein bisschen schwierig, weil ihr kommt einfach mit eurem Werkzeug hier nicht mehr rum, dass ihr unten den Boden ausdrechseln könnt und dann ist halt einfach so ein Schaber, aber auch nur für die Bodenfläche ganz in Ordnung. Hier für die Seite ist gerade bei weichem Holz ein Schaber nicht so gut, weil ihr große Ausrisse habt. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, das war nur so ein kurzer Anschnitt über mein Drechselwerkzeug. Wenn ihr dann die Innenseite drechseln möchtet, habt ihr die Außenseite ja schon fertig und ich benutze auch ein Finish. Das werde ich auch in dem Serienvideo ansprechen. Das ist ein eigenes Finish, das sollte es im besten Fall bald zu kaufen geben. Und das ist Lebensmittel echt, wird aber dann alles im Video erklärt werden. Und nachdem ihr dann die Außenseite komplett fertig gemacht habt, plus Finish, könnt ihr auch schon mit der Innenseite anfangen. Das ist ein innenliegender Rezess. Das ist ein außenliegender Rezess. Genau, ich benutze ganz gerne innenliegende Rezesse, weil ich damit die besten Erfahrungen gemacht habe. Das bedeutet, ihr spannt von innen nach außen. Ich habe hier dieses Spannfutter, ein paar haben schon geschrieben, dass es nicht so gut ist für große Schalen, das funktioniert aber durchaus. Aber ich habe hier mittlerweile das Problem, dass es ausgegorscht ist, so sagen wir es im Saarland. Und ich habe mir hier schon kleine Kerben reingemacht, weil die Schalen haben sich teilweise im Spannfutter dann durchgedreht. Und hier diese Spannstifte, kann sie ja mal gerade holen, das hier sind die Spannstifte für das Spannfutter und ich habe das schon Ewigkeiten. Ich habe es, glaube ich, schon 5-6 Jahre. Und ihr spannt das immer, indem ihr das so nach außen drückt. Und dann leiert ihr irgendwann hier diese Löcher aus. Und mittlerweile muss ich mir immer einen Hammer holen und schlage dann hier immer zart drauf, natürlich mit Gefühl. Und so spanne ich mittlerweile die Schalen. Aber es wird auch hier bei mir irgendwann mal Zeit, ein anderes zu holen. Es ist ein richtig gutes Spannfutter.
Ich habe es damals für 120 Euro gekauft und ein sehr schönes Spannfutter, aber irgendwann ist es dann auch am Ende nach ein paar Jahren, aber 5-6 Jahre ist schon eine relativ lange Zeit. Wenn ihr dann die Innenseite von der Holzschale drechseln möchtet, spannt ihr es halt im innenliegenden Rezess auf und das ist dann auch eigentlich gar nichts mehr Neues, gar nichts mehr anderes, als wenn ihr eine normale Holzschale aus einem kompletten Stück Holz drechseln würdet. Nur hier habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr das ganze Material nicht mehr wegdrechseln müsst und das bedeutet auch, falls ihr die ganzen Schalen vordrechselt, wird eure Werkstatt nicht so aussehen wie jetzt meine hier, weil ihr einfach nicht mehr so viel Material habt. Genauso sieht es nämlich aus. Jetzt drechselt ihr das Ganze dann einfach nach, bis ihr eure Form habt, benutzt eine Schalenröhre, benutzt vielleicht eine kleinere Schalenröhre, wie ich es eben kurz erklärt habe, und könnt es dann auch schleifen. Beim Schleifen nutze ich mittlerweile immer am Anfang eine Poliermaschine, das ist eine Poliermaschine von Würth, spielt aber auch keine Rolle, einfach eine Poliermaschine und keine Flex, weil die langsamer dreht. Bei einer Flex flöten gehen euch hier die Scheiben kaputt. Da habe ich hier eine 120er Körnung drauf, das ist nur, damit ich einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, noch mehr Gleichmäßigkeit in die Schale reinbringen kann, in einer besseren Zeit. Und danach schleife ich auch mittlerweile nur noch von Hand, weil ich einfach eine so gute Oberfläche erzielen kann, dass man gar nicht mehr mit einer Maschine schleifen muss. Da schleife ich zunächst mit 120 auf der Maschine, dann nochmal 120 per Hand, 180, 240, 320 und ihr seht ja auch hier wirklich, wie die Schleifscheiben benutzt sind. Und dann schleife ich einfach noch mit 400 und dann mit 600 und das war's dann auch schon. Wenn ihr das Oberflächenbild so gut hinbekommt, dass es sich so schon glatt anfühlt, dann braucht ihr nicht mehr viel schleifen. Habe ich jetzt in der letzten Zeit sehr viel rumexperimentiert. Aber am Anfang war es bei mir auch so, dass ich echt viel schleifen musste, bis ich da eine gute Oberfläche hinbekomme. Aber mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr. Mein Finish trage ich immer mit einem Baumwolllappen auf. Weil da habt ihr einfach keine Flusen, die dann vielleicht im Holzriss hängen bleiben in eurer Schale. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Zunächst lasse ich die Maschine langsam laufen, dass ihr das Finish gleichmäßig auf die Schale auftragen könnt. Und dann lasse ich sie schneller laufen, damit ich das Finish wieder erhitze und es besser ins Holz einziehen kann und es dann noch besser verteilt wird. Und dann ist immer noch so ein bisschen Restfinish auf der Schale drauf. Ich mache die mal gerade runter. Dann hole ich mir einfach hier hinten dran, schon praktisch, wenn die Späne so hoch liegen, dass man direkt rankommt. Dann hole ich mir einfach die ganzen Späne und halte sie einfach in die Schale. Den Spänen hole ich dann das restliche Finish aus der Schale raus und die Schale ist fertig. Das war jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung der Schale. Ihr habt ein paar Bilder, ein paar Impressionen im Hintergrund gesehen vom Drechseln. War mal was ganz anderes, aber ich fand es auch mal ganz cool, das mal so ein bisschen zu erklären mit vielleicht ein paar ausschweifenden Punkten. Aber ja, du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir das Ganze gefallen hat. Dieses Drechsel-Video mit ganz viel Labere von mir und ein bisschen Drechseln im Hintergrund. Und ja, es war eigentlich nicht so geplant, dass das jetzt so gemacht wird, weil eigentlich sollte das Mikrofon funktionieren. Aber wie gesagt, könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das hier euch gefallen hat. Das soll es für heute gewesen sein und bis zum nächsten Video. Ciao.